Gestern Abend die Zahlen von Microsoft, Google und AMD. Heute die Fettsitzung, morgen dann Apple, Amazon und Meta. Das sind natürlich absolute Highlights. Und eines scheint immer klarer zu werden. Wir haben es bei der künstlichen Intelligenz wirklich mit einer Revolution zu tun, die das Potenzial hat, dass vielleicht die Einführung des Internets hatte, vielleicht. Aber eins ist eben auch klar, wir erleben derzeit eine KI-Euphorie, eine KI-Blase, und das lässt sich zeigen etwa an dem Chip-Hersteller AMD, dazu gleich mehr. Jedenfalls, und das ist eben das Kennzeichen jeder Blase, es gibt eine Story, die zunächst mal durchaus plausibel erscheint, und dann gibt es viel heiße Luft, die um diese Story geblasen wird, die die ganze Geschichte größer macht, zunächst mal, als sie wirklich ist. Die KI wird sich durchsetzen, die wird ein Gamechanger in vielen Punkten, aber nur für wenige Unternehmen aus meiner Sicht. Und derzeit ist es schlichtweg so, dass wir viele Goldgräber haben, die also in der Hoffnung, mit KI groß zu werden, viel Geld zu verdienen, unterwegs sind. Und auf der anderen Seite haben wir die Schaufelverkäufer, also diejenigen, die den Goldgräbern die Schaufeln verkaufen, und die machen sich derzeit die Taschen voll. Alleine bisher wird praktisch kein Gold gefunden. Schauen wir uns die Dinge mal in der Reihe nach an. Ich will mal hier folgende Grafik oben zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie das gut erkennen können. Vermutlich nicht, aber das haben wir hier mal rausexzerpiert aus Bloomberg. Da kann man eingeben, ja, wie schaut es denn bei AMD, Advanced Micro Devices, diesem Chip-Hersteller, der Intel ja überholt hat in seiner Bedeutung. Wie schaut es denn da aus mit der Nachfrage nach Chips? AMD produziert auch Chips, die eben für KI natürlich verwendet werden. Und hier sehen wir Adjusted Earnings per Share rückläufig. Wir hatten noch im letzten Jahr 3,50 $, also Earnings per Share, Gewinn, saisonal bereinigter Gewinn pro Aktie, 3,50 $. Jetzt haben wir 2,65 $. Wir hatten letztes Jahr einen Revenue von 23,6 Milliarden. Jetzt haben wir, also 22, jetzt haben wir 2,23 $. Einen Revenue von 22,6 Milliarden. Wir haben also rückläufige Umsätze im Vergleich zum Jahr 2022 im Jahr 2023 gehabt, und wir haben einen rückläufigen Gewinn pro Aktie gehabt bei AMD, einem der ganz heißen Pferde im KI-Stall. Und das zeigt mir, dass die Dinge hier schlichtweg übertrieben sind. Hier dann zum Beispiel die Aussagen des CEOs, die Nachfrage nach unserem hochleistungsfähigen Produktportfolio für Rechenzentren nimmt weiter zu, was uns gut positioniert, um in einer unglaublich spannenden Zeit, in der KI praktisch jeden Teil des Computermarktes umgestaltet, ein starkes jährliches Wachstum zu erzielen. Nur mit dem Wachstum ist es halt nicht so viel her. Das starke jährliche Wachstum ist eine Schrumpfung im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben übrigens auch Zahlen wieder von Samsung, Profit falls again on uneven chip recovery. Also wir sehen, die Zahlen von der AMD waren über der Erwartung, aber wenn man sich die ganze Geschichte mal genauer anschaut, dann sieht man da nicht, dass mit KI so fürchterlich viel Geld verdient wird. Und bis auf Nvidia tut sich da nichts. Und jetzt gucken wir mal Nvidia an. Hier hat sich der, AMD an, hier hat sich der Kurs seit Ende Oktober mehr als verdoppelt oder verdoppelt, kann man sagen. Jetzt sehen wir diesen Rücksetzer, die Aktie gestern minus 6% nach den Zahlen, weil irgendwie die ganze Geschichte sich nicht so wirklich materialisiert, was hier in diesen Kursen eigentlich schon längst eingepreist ist, nämlich wahnsinnige Umsatzsteigerungen durch KI. Wir haben dann ein Unternehmen, das in Sachen KI jetzt nicht so fürchterlich viel zu melden hat bisher, aber auch schon mit seiner Vision Pro irgendwas von KI gemurmelt hat. Das hat gut getan, aber gestern ging es bergab, nachdem ein bösartiger Analyst gesagt hat, also hier die iPhone-Shipments, die werden um 15% fallen. Apple was not amused. Aktie gestern 2% im Minus. Außerdem wird man seitens Apples angeklagt von Epic. Die sagen, ihr habt hier eure Geschichte mit dem App Store noch nicht wirklich auf der Reihe. Hier ist ja Apple, hat diesen Prozess gegen Epic verloren. Da war ja die Klage, dass man viel zu viel abdrückt, dass da praktisch ein Monopolist ist. Epic muss Geld zahlen, wenn man seine Produkte, seine Spiele im App Store hat. However, dann hatten wir Microsoft. Natürlich wieder sehr, sehr gute Zahlen, aber die Aktie dennoch leicht im Minus, nicht viel im Minus, schlichtweg, weil alle schon drin sind, die nicht gerade auf den Baum gekommen sind, noch rechtzeitig. Dementsprechend finden sich keine Käufer.
Verkäufer mehr, auch wenn die Zahlen wirklich sehr ordentlich sind. Alphabet dagegen nachbörslich gut 5% gefallen, weil die Headline-Zahlen zwar gut waren, aber der Werbeumsatz verfehlt wurde. Zwar nur minimal, aber eben verfehlt. Und da hat dann im Conference Call CEO Pichai noch versucht, die Dinge zu retten. Gemini Ultra, das ist das KI-Modell, coming soon, also das heißt Gemini Ultra. Jetzt sagt hier ein Twitter-Kommentar und dann werden wir bald das Gemini Ultra super duper AI-Model haben, KI-Model haben, und dann haben wir das Gemini Turbo Mega Giga Modell, höher, schneller, weiter, KI, 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 wir werden alle reich, hurra! Also das ist dieser Wahnsinn um KI. Sie haben sich wirklich bemüht, hier seitens von Alphabet respektive Google oft KI zu sagen, AI zu sagen, es hat nicht gereicht, da muss noch mehr kommen, Google, da muss noch mehr passieren, aber eins ist klar, in zwei damals im Jahr 2006 hat Google YouTube für 1,65 Milliarden Dollar gekauft. Alleine im vierten Quartal 2023 hat YouTube einen Umsatz von 9,2 Milliarden Dollar gebracht. Also das war wirklich ein sehr, sehr guter Kauf. In der Summe aber, wie ein Analyst es hier zusammenfasst, in terms of AI contribution from Microsoft, it's going to be slower than maybe some might have anticipated. Also das Ganze geht viel langsamer, als man sich gedacht hat. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Die schnellen Dollars kommen durch KI leider nicht rein. Das ist das, was sozusagen sich aus meiner Sicht aus diesen Zahlen ableiten lässt. Deswegen haben wir es hier mit einer Blase zu tun, also einer übertriebenen Erwartung. Inzwischen spricht man übrigens nur noch von den Magnificent Six, wie ich das schon vor einigen Wochen getan hat. Die werden mit die Earnings anführen, wie es hier heißt, mit plus 53,7%, während die anderen 494, zu denen jetzt auch Tesla gehört, minus 10% Earnings haben dürften. Musk hat jetzt Schwierigkeiten mit einem Richter in Delaware, der einer Klage nachgegangen ist, stattgegeben hat in Sachen 55 Milliarden Zahlung von Tesla an Elon Musk. Das sei übertrieben, hatte ein Aktionär geklagt, und der Richter hat ihm jetzt vorläufig erstmal recht gegeben. Das könnte Elonu auch noch ziemlich wehtun. Aber insgesamt, und das zeigt sich, haben wir eine unfassbar große Konzentration eben in diesen Top 10 Aktien. Morgan Stanley sagt, guckt euch mal das an im Vergleich zur Dotcom-Blase. Ist jetzt nicht so viel anders, was die Konzentration betrifft, als Blase. Und die einzigen, die wirklich hier maßgeblich nach oben, was die Earnings Revisions betrifft, geratet werden, ist Nvidia. Die werden erst im Februar ihre Zahlen melden. Da bin ich mal gespannt, was da passiert, ob die Chinesen schon ihre Lager voll gemacht hatten und jetzt gar nicht mehr so viel bestellen, in Sorge, dass die beiden Administrationen hier praktisch weitere Beschränkungen erlässt. However, also es hängt an Nvidia, und so ist es eben mit einer Blase immer, wie Lance Roberts hier sagt. Jede Revolution, und ich glaube, das ist durchaus eine Revolution, die wir hier bei KI erleben, aber allerdings eine, die sich nicht so schnell monetarisieren lässt. Wir haben High Valuation Levels, also hohe Bewertungen. Wir haben große Abweichungen vom langfristigen Wachstumspotenzial. Und wir haben eine Investor Exuberance, also eine irrationale Euphorie, die dann zu solchen Charts führt, wie wir sie hier von Lance Roberts präsentiert bekommen. Also too much. Es ist eine Story, die etwas hat, aber die aufgebauscht wird, weil der Mensch ein Hoffnungstier ist und denkt, wow, das wird eine ganz, ganz große Nummer. Kommen wir now to the Fed, to the US-Notenbank, die heute Abend ja tagen wird. Was wird man sagen? Wird man Zinssenkungen andeuten für die nächste Sitzung im März? That's what the markets hope for. Hier sehen wir, in den letzten 24 Stunden hat sich schon wieder was getan. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März die Zinsen senken wird, ist jetzt auf 39% gefallen. 60%, dass sie es nicht tun wird. Vor kurzem war noch extrem wahrscheinlich, dass im März die Zinsen sinken. Jetzt haben wir also jetzt die geringste Wahrscheinlichkeit für eine Märzzinssenkung seit November 23. Dennoch geht man von 6 Zinssenkungen aus, also dann halt startend am 1. Mai bei der
übernächsten Sitzung dann, respektive heute dann im März und dann eben die erste Mai-Sitzung. Also wir sehen, die Erwartungen sind zurückgeschraubt worden. Das lag auch gestern an den JOLTS, den angebotenen Stellen in den USA, die wieder besser waren als erwartet mit über 9 Millionen. Und wir sehen, seit Oktober geht es da bergauf. Also Arbeitsmarkt bleibt eng, das wird die Fed sozusagen in eine schwierige Position bringen. Auf der anderen Seite haben wir diesen Widerspruch, dass die etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ja sehr, sehr stark sind. Allerdings sind die Seasonal Adjusted ein Lieblingsinstrument, um mit Zahlen zu frisieren. Saisonal angepasst. Also hier sehen wir mal die Leading Indicators für die USA. Weisen klar nach unten seit über 20 Monaten, immer im negativen Bereich. Hier haben wir dann auf der anderen Seite die Entlassungen bei Twitch, bei Hasbro, Spotify, Levi's, Xerox, wie sie alle heißen. Sehr, sehr viele Firmen haben große Teile oder Teile ihrer Arbeitnehmerschaft entlassen. Wir sehen also wirklich eine Entlassungswelle in den USA. Also schwierig hier die Dinge zusammenzubringen. Hier sehen wir mal die letzten Sitzungen der Fed. Pause, ging weiter nach oben. Jetzt haben wir eine negative Divergenz im Chart beim S&P 500. Böse Zungen sagen, die Fed bereitet sich auf eine Bankenkrise vor, während sie den Amerikanern sagt, dass die Wirtschaft sehr stark ist. Denn wir sehen, dass das BTFP-Programm, also dieses Bank Term Funding Program, ein Notprogramm für Banken, das in der Regionalbankenkrise im März letzten Jahres eingeführt wurde, dass das enden wird. Diverse Repo-Volumen sinken weiter. Irgendwann ist hier Schluss. Damit würde den Märkten Liquidität entzogen. Jetzt die Frage, auch heute, wie schaut es denn aus mit Quantitative Tightening? Also mit der Bilanzreduzierung in den letzten Wochen ist da wenig passiert bei der Fed. Auch das wird also ein wichtiger Punkt sein. Neben der Frage, was Shiromi sagen wird zu den Zinsen. Wir werden natürlich ab 20 Uhr das Statement und 20:30 dann die Pressekonferenz von Jerome Powell mit Live-Feed abbilden. Die wichtigsten Punkte auf den Punkt bringen in Schlagzeilen von Jerome Powell. Hier sehen wir nochmal diese Divergenzen im S&P 500 auf wöchentlicher Ebene, also größeres Zeitfenster. Hier unten sehen wir, dass wir auch eine Divergenz haben zwischen dem S&P 500 und dem Equal Weight. Also der gleichgewichtete Index deutlich weniger stark, tiefere Hochs als der S&P 500. Hier sehen wir also nochmal die Tech-Dominanz und dann führt das zu solchen Sachen, dass wir zum Beispiel hier die Situation haben, dass wir bei NYSE Stochastik, also NYSE, das sind alle an der New Yorker Börse gelisteten Aktien, dass wir hier praktisch echt schon überverkauft sind, fast so überverkauft wie beim Tief im Oktober. Es ist unfassbar, passt alles nicht zusammen, während wir praktisch auf Allzeithochs etwa beim S&P sind, beim Nasdaq kürzlich waren, beim Dow Jones sind. Wir sehen übrigens, dass Institutionelle in der letzten Woche doch deutlich Geld abgezogen haben, während Corporates, also die Unternehmen selbst, gekauft haben, Buybacks. Hier ein Stichwort, Retail hat gekauft, Hedgefonds haben gekauft, die ziemlich stark auf der Long-Seite sind und heute müsste eigentlich jetzt irgendwie klar werden, wie die Antwort der USA auf diese Drohnenattacken mit toten amerikanischen Soldaten durch vom Iran unterstützte Milizen hier aussehen wird. Biden sagt, ich habe mich für eine Variante entschieden. Der Iran sagt, wenn ihr uns auf unserem Territorium angreift, dann haben wir es mit einem Krieg zu tun. Also das wird wichtig, vielleicht heute, vielleicht in den nächsten Tagen, man weiß es nicht. Wir haben Daten aus China wieder. Manufacturing PMI, ein Ticken schwächer als erwartet, aber 4 Monate in Folge jetzt die Industrie in China in der Rezession. Non-Manufacturing, Pi mal Daumen, leicht wachsen, also der Dienstleistungssektor, aber insgesamt weiter schwache Zahlen. Wir sehen auch Chinas Aktien wieder im Negativen. Und kommen wir nach Germania, Deutschland. Hier sehen wir, mehr konsumnahe Unternehmen in Deutschland wollen ihre Preise erhöhen, laut IFO-Preiserwartungen. Also nach wie vor kommt hier Druck, Inflationsdruck aus dem Dienstleistungssektor. Wir sehen, dass diese Welle, dass hier die Unternehmen, die Zahl der Unternehmen sinkt, die ihre Preise erhöhen wollen, ihren Tiefpunkt überschritten hat. Es geht tendenziell jetzt wieder nach oben. Wir werden heute ja 14 Uhr die HVPI-Inflationsdaten aus der Eurozone bekommen. Und jetzt hat die EZB in Gestalt von Christine Lagarde
Kante gesagt, ja, also wir senken die Zinsen erst, wenn wir Klarheit haben, wie sich die Löhne entwickeln. Jetzt bekommt die EZB aber diese Löhne gar nicht vor der nächsten Sitzung oder nicht vor der April-Sitzung, sondern erst später. Das heißt, sie könnte frühestens im Juni die Zinsen senken. Jetzt haben aber die Märkte schon komplett eine Zinssenkung im April eingepreist. Nagel, der Bundesbankchef, hat gesagt, wir brauchen mehr Daten, um eine Zinssenkung zu machen. Also das könnte die Märkte jetzt nochmal unschön überraschen, wenn die EZB wirklich auf die Löhne guckt und die Löhne steigen ja. Und die Daten liegen aber noch lange nicht vor. Dann wird es erst später mit den Zinssenkungen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal hier. Warum JP Morgan vor einer Wiederholung der Dotcom-Blase warnt und sagt, das ist weitaus ähnlicher, als man denkt in Relation zur Dotcom-Blase, was vor allem die Konzentration betrifft. Weniger, dass die Firmen, die Tech-Firmen jetzt ja wirklich Umsätze machen, die früher sowieso reine Fantasien waren in der Dotcom-Blase. Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren, ich sage jetzt erst ciao.